Patience is not a virtue I am known to have. Nilfgaard. You've got the heart of an Unkrit. Ich liebe Nilfgaard. Gut. Oh, wir haben schon mal einen Restore, das ist gut. Na, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Gwent Ranked. Schön. Die Hand ist, ja, die fehlt Schiff. Ist eigentlich ganz okay. Wir können eigentlich auch eine Menge mit, also Yennefer ist vielleicht ganz gut für den Anfang. Weil wenn er uns viel mit Spion zuhaut, dann können wir, naja, du weißt schon. Ist alles irgendwie ungünstig abzulegen. Ein Spion wäre vielleicht, ein Großspiel würde ich ganz gerne ablegen. Fred würde ich auf jeden Fall ablegen. Berserker würde ich ganz gerne behalten. Ich würde eine Priesterin ablegen, weil wir haben Restore, wir haben drei Retzer. Gold Boy of the Sea ist okay. Müssen wir mal gucken. Willst du das Wildschwein der Meere zum Anfang spielen? Das ist gut. Okay, er will uns auf jeden Fall nächste Runde hier ein bisschen abfacken. Er will das Wildschwein auf jeden Fall wegmachen. Wieso hat er den jetzt weggemacht? Er will ihn wiederbeleben. Ja, wir haben noch einen Hagelsturm, das ist ganz gut, ne? Ich würde jetzt erstmal hier so spielen. Ja, kann ihn nochmal wiederbeleben, jetzt spielt er ihn wieder in die Reihe. Und er ruft den letzten davon. Mach den weg, ja. Yennefer und alles schwächen, würde im Prinzip einen killen, würde ihn mehr treffen, glaube ich, als uns, weil der resettet sich nächste Runde. Ansonsten könnten wir jetzt auch Fred rufen. Wir können ja Fred nämlich retzen, ne? Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, gar kein so schlechtes Play. So. Wir haben noch die Option, Fred zu retzen. Oh ja. Ein Hagelsturm ist jetzt ziemlich gut, ne? Wohin wäre ich mit dem Hagel? Ja, Hagelsturm ist jetzt Premium. Die Frage ist, ob wir den Hagelsturm jetzt schon spielen wollen oder ob wir noch kurz warten wollen. Auf was? Weiß nicht, wir können jetzt erstmal Yennefer. Ja, Yennefer erstmal. Wir hätten vielleicht erst den Bär spielen sollen. Egal. Wir haben auch genug Möglichkeiten mit dem Bär. So, sind wir erstmal wieder vor ihm. Er spielt alle in die Reihe, um das zu verhindern, aber ist nicht so kritisch. Wir sind trotzdem noch geschädigt. Also ja, also er nimmt das Wildschwein in der Nähe, ist auch raus, also ist ja nicht so kritisch. Ich würde fast auf die Mili-Reihe in Hagelsturm, aber ich würde den noch Korallen. Ne? Ja. Wir haben noch den Hagelsturm, er kann noch ganz viel rufen. Das ist eigentlich egal. Iris. Iris kann er angreifen, aber er kann sie jetzt gerade nicht töten. Wenn er Iris triggert, würde ich vielleicht sogar noch mit dem Hagelsturm warten. Dann warte. Wir könnten jetzt auch natürlich einen Spion spielen und danach den Hagelsturm. Ja. Ich würde die Retzerin haben. Ja, definitiv. Sein Spion gespielt. Ja, jetzt macht er die kaputt. Bitte alles Melee, nicht alles Melee. Aber genug. Ja, Hagelsturm fruchtet jetzt halt richtig. Die Frage ist, ob wir erstmal jetzt... Wir könnten natürlich den retzen und könnten den kaputt hauen. Wird zwar einen Hagelsturm nerven, aber es würde uns wahrscheinlich sicher gehen, dass wir diese Runde gewinnen. Weil wenn wir jetzt einen Hagelsturm spielen, wird da glaube ich nicht so einfach passen. Oder wollen wir es mit dem Hagelsturm versuchen? Nö, nee, mach erst das. Aber weil das Restore kann halt auch noch sonst ganz gut sein, ne? Für nächste Runde. Na, den 13er könntest du damit noch wiederholen. Mach einen Hagelsturm. Sicher? Ja, er hat schon viele Spione gespielt.
Er bufft ihn nochmal um 10. Wir könnten natürlich auch Iris wiederbeleben. Oh, wie kriegst du sie weg? Mit ihm. Ansonsten hätten wir nur einen Vierer zum Wiederbeleben oder wir spielen auch einen Joachim. Aber das wird uns alles nicht viel bringen. Ein Bär wäre jetzt auch halt nicht so gut. Du könntest halt allerhöchstens wirklich Iris retzen. Aber Iris bräuchten wir halt wieder zwei Karten, ne? Frage ist halt, wie weit er spielen möchte. Ja, das ist halt echt die Frage. Ein Bogwar Hunter würde auch reichen, weißt du? Dann restoren wir jetzt einen und machen nochmal 4 Schaden. Das wäre, glaube ich, sogar ganz gut. Du willst ihn restoren? Naja, so. Spielen wir den. Spielen die Karte gleich aus. Ich spiele die mal in eine andere Reihe. Schieß noch. Zwingen ihn halt noch eine Karte zu spielen. Er passt. Wir haben uns die erste Runde geholt. Das ist wichtig. Wir können ja immerhin noch eine 13er retzen. Wir sind, ja, ich, aber wir können uns auch noch Fred wiederholen, ne? Wir kriegen jetzt natürlich die Golems. Ich würde fast sogar sagen, wir passen, oder? Kannst du ihn natürlich auch rauslocken. Naja. Er muss noch eine Karte spielen. So. Und ich, es kann sein, dass er da jede Karte, die er hat, mehr als 6 Stärke hat. Von daher lohnt es sich nicht einfach den... Okay, er spielt sogar K hier. Wir wissen auf jeden Fall, dass er jetzt die... Karten, die er auf der Hand hat, nicht opfern wird. War das die hier? Nee, das war nicht... Oh, wie hieß die? Cella? Hieß die Cella? Ja, das war die Cella. Wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass er die hat. Wir haben noch ein Schiff, das ist gut. Jetzt müssen wir halt noch... Eskel wäre gut. Ja. Bär auch nicht schlecht. Jetzt haben wir 2 Bären. Hier, auf die müssen wir auch... Ach, nicht auf den. Okay, die hat man nicht gesehen. Das ist die, die die Stärke von dem Linken auf den Rechten überträgt. Hm. We shall see what the future holds. Das ist vollkommen egal jetzt. Er kann eine Karte nach ganz unten legen. Treason haben sie ja auch wieder geändert. Oh, ich muss mal meinen Kopf so ein bisschen abholen. Okay, wir ziehen eine Karte. Oh, wir ziehen ein Schiff. Das ist gut. Schönes Ding. Hail Kerze! Das ist auch nicht kritisch. Könntest. Nee, Koral kannst du. Wir haben noch so viele Karten mehr als er. Ich würde vielleicht ganz gerne mit. Ihr erstmal den zweiten. Den 13er und dazwischen spielen. Achso. Nee, weil wir haben ja noch ein Schiff. Okay, er kann keine Karte zurück. Er kann sie spielen. Und das ist eine gute Kombo. Er kann jetzt alles 37 machen. Alter, daran habe ich gar nicht gedacht. Das sind Next Level Strats, die er macht. Das ist nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob es ausreicht. Ich glaube nicht, dass es ausreicht bei uns. Na, wie tun sie sich noch mal? Ja, aber da kommst du nicht ran. Wir haben noch Fred. Fred gibt noch mal einen ordentlichen Power Boost. Fred ist nämlich noch mal 30 Stärke fast. Die Schiffe buffen sich auch noch mal ein. Es reicht nicht. Nein! Aber knapp, du! Aber das, also keine, das habe ich noch nie gesehen. Das ist aber eine richtig gute Taktik. Da kann man mal klatschen. Also das ist schon. Das war nicht schon, schlecht. Aber wir sind rangekommen, ne? Ja, wir sind rangekommen, aber 21 Punkte verlieren wir. Aber ja, gut. Boah, das ist aber ziemlich fies, weil dagegen kannst du ja nichts machen. Nein. Kann man dagegen? Aber du brauchst halt genau diese Combo auf der Hand, ne? Du hättest ihn natürlich rauslocken können. Ja, ein Brand wäre halt optimal. Also wenn du Gerald Igni hast, ja. In der letzten Runde ist das Deck halt richtig crap, aber wir hatten leider keinen. Wir haben ja ohne Gerald Igni gespielt, aber wenn du mit dem Gerald Igni spielst... Und du hättest ihn rauslocken können, dann hätte er auch nichts machen können. Also mit dem Gerald Igni ist das Deck dann halt richtig schnell weg. Egal, wir sehen uns nächste Runde wieder. War auf jeden Fall eine coole Kuppe, habe ich dich noch nie gesehen. The gate must be secure. Okay, spielen wieder gegen Anzinelle. Und wir haben 3 Harpien, 1 Fogling auf der Hand. Boah. Premium-Hand.
Ich würde vielleicht erstmal eine Harpie weglegen. Das ist gut. Ich würde einen Vogling weglegen und ich würde noch eine Harpie weglegen. Ja. Könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Wir haben jetzt nur eine Harpie überhand. Ich habe richtig Kohldampf. Ich habe auch Hunger. Ich spiele genau dieselbe Kombo wie wir. Wollt ihr wieder bei dir Indisch? Naja. Aber indische Lieferdienste liefern immer. Habe ich von dir gelernt. Nicht immer. Na, bis 3 Uhr. Bis 3 Uhr morgens. So. Wir spielen mal wieder unser Swarm Deck. Ich merke auch gerade, wir sind gerade nicht so dabei, alles zu erklären, aber es tut uns halt leid. Wir haben die Eier weggemacht, das ist so gut. Wir sind ein bisschen müde, weil es ist halt wirklich schon sehr spät und wir kommen gerade aus einem Livestream. Ja. Den ich nicht geguckt habe. Oh, ein paar haben geguckt. Ja, nein. Oh, guck mal. Er hat aber nicht die Harpien. Ich würde fast von dem Ding schützen. Erstmal unsere Karten vor dem Nebel schützen. Nebel. Guck mal. Wäre besser, wenn du mit Yennefer schwächst, oder? Dann. Das ist ja die erste Runde. Wir können Yennefer gar nicht rufen. Ja, ich weiß. Wir willst du jetzt Yennefer rufen? Wo bist denn du jetzt gerade? Nein. Oh, ich meine ja, nur ich weiß, später. Ich weiß später, ja. Opfer. Nein, ich muss jetzt mal gucken. Wir könnten jetzt mal einen Ikimara rufen und könnten unser Einser-Ei fressen. Ich bin schon mal weiter als du. Okay. Jetzt ruft er auch einen Ikimara. Das ist sehr gut für ihn. Aber wir führen trotzdem noch. Wir könnten jetzt natürlich noch einen Ikimara spielen, aber das Ei zu fressen ist halt eher schade, sage ich mal. Wieso? Wir können jetzt auch passen und ihn noch eine Karte spielen lassen. Weil wenn wir jetzt passen und ihn eine Karte spielen lassen, haben wir einen Kartenvorteil von 2. Was? Er spielt einen Neckerkrieger. Jetzt will uns halt auf jede Runde, jeden Fall jede Runde, nach jeden Fall dazu. Oh, ich bin so fett. Er will uns nächste Runde jedenfalls dazu zwingen, dass wir was spielen. Aber wir haben sowieso den Erdgolem, ne? Ja. Ist nicht schlimm. So ein Erdgolem reicht halt auch. So, wir legen auf jeden Fall die Harpie zurück, weil die Harpie ist die einzige Karte, die das ist gut. Das ist gut. Zerreißen behalten wir auf jeden Fall gegen dieses Monster-Deck. Ciao. Oh. Verbrennen ist auch gar nicht so schlecht für uns. Ist die Frage, ob er jetzt passt oder ob er uns zwingt, noch was zu spielen. Er absorbiert vielleicht würde er uns auch rauslocken. Er würde uns wahrscheinlich einen Erdelementar wegsnacken. Oder den Griffin. Ein Erdelementar ist gut. Wow. Er kann uns gar nicht so rauslocken. Wirst du ja sehen. Brand würde ich mir vielleicht sogar für den Elder ganz gerne aufheben nächste Runde, ne? Yay! Mein Kampf, wie kommst du nicht an der Couch? Böses Kätzchen. Okay, und Ikimara. Wir können ihm jetzt 2 Zwölfer wegbrennen. Du kannst auch nochmal warten, bis er was frisst und dann kannst du ihn ja gar wegbrennen. Wenn er passt, würde ich noch sein Dings wegbrennen. Seine 2-12er? Mhm. Ah, vielleicht spielt er jetzt ja noch einen Elder Vampire, ne? Das Problem ist, wenn ich jetzt Dagon spiele, wobei ich kann auf den Neckar-Nebel wegmachen. Nebel. Das ist natürlich doof, dass er jetzt in die Mili reingesprungen ist, aber es war ja klar.
Oh, bitte sei ein 12er. Oh. Also, tut mir leid, aber wenn wir jetzt nicht brennen, dann sind wir doof. 3 12er weg. Und sein Neckar kommt auch nicht mehr nächste Runde. Wir haben noch Crossover. Ich glaube, damit hat er gerade so ziemlich verkackt. Ja. Not bad. Not bad at all. Vielleicht dachte er, er kriegt uns noch. Nein, warte, er hatte noch. Ecken. Wir können auf jeden Fall eine Menge Dreier zerreißen. Schnuckelig. Ich spiele mal noch einen Double Gary. Dann haben wir noch einen Ikimara für den Next Round. Wir bleiben jetzt mit einer Menge Kreaturen auf dem Feld. Das ist ziemlich gut. Wir haben noch unseren Fogling nächste Runde. Also ich glaube nicht, dass er noch eine Chance hat. Wenn er jetzt eine abliegt, siehst du ein Erdelementar. Kann ich gar nicht. Wir können aber noch die Ach, normale Harpier-Ziege. Stimmt. Risk. Yennefer ist besser, Ifrit ist besser, Aba ist besser. Ifrit. Ah, wir kriegen keine Yennefer hin, aber egal. Ich buff erstmal. Kannst du noch mal deine Wölfe holen? Ich weiß. Alright. Ist jetzt nicht so kritisch. Ja, wir hätten vielleicht sogar zuerst wiederbeleben sollen. Okay, passt schon. Warte mal. Ich will ihm ein gutes Spiel geben. Not bad. Not bad at all. War auf jeden Fall eine schöne. Ja, dass wir ihm. Also, ich glaube, er hätte uns vielleicht zweite Runde hätte er sogar noch gewonnen. Aber er hat halt diesen Fehler gemacht, dass er 3 Zwölfer hatte. Ja. Also bei 2 Zwölfern wäre es auch kritisch gewesen. Aber dann hätten wir, glaube ich, auch gewonnen. Ein Zwölfer weiß ich nicht, aber 2 Zwölfer wegzubrennen war halt schon hart. War schon echt hart. Ja. Das war's mit der Folge Gwent. Man sieht es. Gwent. Ja. Man sieht es, wir haben irgendwie so 2-3 Punkte verloren. Wir haben nichts verloren, wir haben aber auch nichts dazu gewonnen. Es ist richtig ätzend, die letzten Ränge aufzusteigen. Ja. Ist wie im richtigen Leben. Ja. Aber na gut. Wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben auf jeden Fall Monsterdeck. Wir haben mit dem Monster Swarm Deck mal wieder eine Runde gewonnen. Und wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal gucken, wenn wir gegen Nilfgaard spielen, dass wir auf diese Combo achten. Ja. Die ist halt echt böse. Definitiv. Also. Na gut. Gut, wir kannten die vorher auch noch nicht. Ne? Ja, also. Aber ganz ehrlich, die wird durch einen Brand. Ich glaube nicht, dass du das Deck so häufig siehst, weil ein Brand und die Combo ist weg. Ein Gerald Igni und die Combo ist weg. So. Na gut, das war's soweit mit Gwent. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tut uns leid, dass diese Folge und die morgen auch vielleicht ein bisschen hektischer sind, nicht so viel erklärt wird. Aber wir sind, wie gesagt, einfach fertig. Also, bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.